Heute geht's um diese Billigsdorfer Kopflampe. Und die ist gar nicht mal so übel. Und wenn du wissen willst, was die kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann vom Survivor Shop Bio Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie, die Kopflampe. Und dieses Billigteil, das ist wirklich ein sehr billiges Teil. Das habe ich seit vielen Jahren im Shop. Habe auch viele zufriedene Kunden und wusste das gar nicht. Echt, ja, ich wusste das gar nicht. Also zum Beispiel die Manu oder der Hans, die beide bei mir Survival Trainer Ausbildung gemacht haben, schwören auf diese Lampe. Und jetzt wirst du denken, ja, das sind zwei, die haben überhaupt keine Ahnung, die wissen nicht, was Lampen können. Aber weißt du, die haben unterschiedlichste Trainings bei mir gemacht, harte Trainings, weiche Trainings, sind viel draußen und sind mit dem Teil glücklich. Jetzt haben wir gedacht, okay, ich habe sie mal in den Shop genommen, weil ich sie nicht zu schlecht finde. Ich will es auch wissen und habe mich die letzten, ja, seit November 2018, so schaut es nämlich aus, mit dieser Lampe sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich bringe die Sachen schon durcheinander und finde sie nicht übel. So. Sie funktioniert mit 3 AAA, also 3 AAA-Batterien und hat 3 Modi. Einen normalen, einen ein bisschen stärker, da merkt man nicht allzu viel, aber das werden wir sehen, und eben diesen Rotlichtmodus. Problem dabei ist, dass du nicht gleich automatisch in den Rotlichtmodus durchdrücken kommst, sondern das müssen wir halt so machen, einmal, zweimal, dreimal und dann ist rot. Ja? Und das schauen wir uns dann eh nachher draußen an und das passt. So. Das Band hier ist natürlich alles sehr günstig verarbeitet und sehr günstig gemacht. Link zu dem Produkt findest du übrigens bei mir in dem Shop. Da habe ich das natürlich im Angebot. Du kannst hier einstellen den Winkel. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Und ja, die Batterien. Das Batterienfach ist mit dieser Schraube hier gesichert. Und das ist das Einzige, wo man sagen kann, naja, das geht nicht so schnell wie bei anderen Lampen. Das hat aber auch seine Vorteile, denn wenn da das Teil runterfällt, dann geht da gar nichts auf. Es ist richtig schön zusammengedrückt, es ist wasserdicht. Ich meine, ich würde nicht tauchen gehen. Also tauchen würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich möchte 100 Meter in die Tiefe damit tauchen. Das würde ich nicht tun. Aber für das, was wir tun, Spritzwasser mal auf jeden Fall. Oder wenn es mal reinfällt in den Bach oder sowas, dann ist das alles kein Problem. So, warte mal ein bisschen. Das ist das Einzige, was tricky ist. Und wenn du natürlich kein Werkzeug dabei hast, dann musst du irgendwas schnitzen, einen Schlitz, oder du nimmst das Messer her. Anders geht das dann ganz einfach nicht. Und da sind jetzt diese AAA-Batterien, da hast du jetzt diese Gummidichtung, die da eingebaut ist, da an der Stelle und auch hier. Das wird recht fest dann aneinander gepresst. Und das ist das Einzige, wo ich bei der Lampe sage, okay, das ist anders und das ist ein bisschen, ja, tricky. Kann man das auf Deutsch auch sagen? Fummelig, unangenehm, naja, man muss halt ein bisschen arbeiten, es geht nicht so einfach wie bei Betzl-Lampen und vielen anderen Herstellern. So, jetzt hast du gesehen, ich mache das absichtlich, ich schneide das absichtlich nicht, damit du siehst, wie lange es dauert. So, schön festziehen und dann ist die Sache wieder erledigt. Gut, ja, jetzt gehen wir mal raus und leuchten ein bisschen. Ja gut, dann machen wir mal gleich einmal den Leuchttest. Und ja, das ist der erste Modi und das ist der zweite Modi. Ja, das ist jetzt ein bisschen heller und das ist das Rotlicht. Ich mache es noch einmal. Das erste, das zweite und das Rotlicht. So, jetzt kannst du sagen, ja, ist eh schön. Was bedeutet das? Ich bin an der Stelle, wo ich immer meine Tests mache. Ich mein, wir haben ein bisschen Schnee jetzt bekommen, aber wenn du meine Lampentests kennst, dann weißt du, wie das hier eigentlich ausschaut. Aber gut, ja. Das macht jetzt die fette Sophienlampe, ich glaube, die hat 800 oder 900 Lumen, also die leuchtet wirklich fett aus, da tut sich etwas. Und naja, ich möchte jetzt im Gegensatz dazu, ja, das zeigen. Mein Gott, und mehr darf man halt auch nicht erwarten um den Preis. Aber das tut's, den Nahbereich leuchtet die wirklich sehr schön aus und das ist auch wirklich ein angenehmes Licht, wie ich meine. Ich hole dich ein bisschen näher her. Da hat der Tobias schon wieder seine Schaufel liegen lassen, aber ist halt so. Die ist jetzt 1,5 Meter von mir entfernt. Das leuchtet das schön aus. So, und jetzt das Rotlicht noch dazu. Kannst du gerade noch erkennen. Und da muss man schon sagen, das Rotlicht ist wirklich nur für den Nahbereich gedacht. Also wenn du in einer Tasche was suchst, auf der Karte was liest oder so irgendwas, dann ist Rotlicht okay. Aber jetzt wirklich den Bereich so, also richtig ausleuchten, das geht nicht. Den Weg vor dir, das geht auch noch, aber weiter dann halt nicht. Gut, jetzt ist es ja so, dass ich gesagt habe, man kann in den Rotbereich nicht automatisch. Da muss man also die Hand vorhalten.
So, und dann ist da Rotlicht. Und da siehst du, das hat halt, das ist nichts Taktisches. Also wenn du auf Tactical bist, dann ist das nichts für dich, ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte nicht geblendet werden, weil da kommt nur ganz wenig Licht raus, und dreimal klicken und dann ist das Rotlicht da, damit du eben deine Nachtsichtfähigkeit behältst. Und das ist ja auch unter anderem die Idee von diesem Rotlicht. Dann ist das natürlich trotzdem möglich. Naja, was ist das Fazit von dieser Lampe? Ich meine, die macht, was sie soll. Sie hat meiner Meinung nach einen guten Preis, eine gute Leistung. Wenn sie verloren geht, wirst du nicht den Zweinen anfangen. Sie tut, was sie soll. Sie hält gut. Und weil ich es ja auch von meinen Kunden ganz einfach weiß, dass sie lang hält, über Jahre hinweg. Und nicht nur, wenn man sie einmal einschaltet, sondern immer wieder. Das ist okay. Auch die Batterie hält noch immer. Wirklich, bin begeistert davon. Was ich nicht weiß, ist, was die Langzeitlagerung bringt. Das weiß ich noch nicht. Ob wenn ich jetzt die Batterien einfach so drin lasse und sie irgendwo hinlege oder auf meinen Molleteppich draufhänge oder so irgendwas, ja, ob dann nach 2-3 Jahren die Batterien auslaufen und das Teil kaputt machen, das weiß ich noch nicht, aber ich werde sie weiter testen und werde dir wieder mal davon berichten. So, also, für wen ist das gedacht, meiner Meinung nach? Wenn du nicht unbedingt einen Suchscheinwerfer brauchst, wenn du eine einfache Kopflampe im Rucksack haben willst oder auch als Backup haben willst im Rucksack, im Kit, was auch immer, dann bist und das möchte ich auch noch dazu sagen, nicht 5000 Lumen brauchst im Gelände oder 800 oder 500, sondern einfach nur den Weg ausleuchten willst und das Umfeld ausleuchten willst, dann muss ich sagen, und auch nicht 50, 60, 70 Euro ausgeben willst, sondern bei einem 10er dabei sein willst, dann bist du bei der Lampe meiner Meinung nach gut bedient. Link zu mir in den Shop gebe ich dir natürlich, wenn du das willst. Das ist eh ganz klar. Das war's. Was ist deine Meinung? Schreib mir ganz einfach einen Kommentar, wie du das siehst. Im Aktium einen Daumen nach oben oder nach unten bitten. Und schreib mir vielleicht auch, welche Kopflampe du als günstige Einsteigerlampe siehst. Das würde mich ganz einfach interessieren und wahrscheinlich die anderen Zuschauer auch. Ein Abo, da geht's zum Reini Rossmann Messerkanal. Schau auch da mal rein, da rede ich nur über Messer. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.